Willkommen, liebe Zuschauer, zum Corona-Talk von Asklepios. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Es ist Steffen Meyer. Sie sind OP-Manager im Asklepios-Klinikum in St. Georg. Nun verraten Sie uns zu Beginn doch erstmal, was sind die Aufgaben eines OP-Managers? Wie sieht Ihr Alltag aus? Okay, sehr gern. Also, ich bin in der Asklepios-Klinik St. Georg für den gesamten Zentral-OP mit seinen 12 OP-Sälen, dazu dem Notfallsaal im Schockraumbereich, für die Hybrid-OP-Säle und für die EPU im Bereich der Kardiologie mit 4 Sälen verantwortlich. Dieses beinhaltet sowohl das komplette Personal als auch das Material, die OP-Kapazitätenverteilung, Ressourcenplanung, ja, für den ganzen OP-Ablauf. Also sehr komplex, kann man sehr sagen. Sehr komplex, kann man sagen. Nun kommen wir mal auf die Operation zu sprechen. Wie war das denn vor der Corona-Epidemie? Wie haben Sie da geplant? Was hat sich jetzt verändert? Okay. Wir haben eine feste OP-Kapazitätenverteilung, die quartalweise überarbeitet wird. Mhm. Wir schauen einfach, was ist der Patientenstrom in die Klinik, welche Abteilungsveränderungen gibt es. Und in diesen Kapazitäten, die verteilt sind, können die einzelnen Fachabteilungen selbstständig planen. Mhm. Das ist die Vorplanung. Dann gibt es eine OP-Besprechung am Vortag, wo wir nochmal die Details besprechen für den Folgetag und den Ablauf für den aktuellen. Ja, so sieht eigentlich die Planung bisher aus. Und nun? Und nun? Ja, es ist eine besondere Zeit. Wir haben natürlich eine ganz massive Veränderung. Elektivpatienten werden derzeit nicht operiert. Mhm. Wir haben daher dringliche Eingriffe zu versorgen. Das heißt, die bisherige Kapazitätsverteilung ist so nicht haltbar. Mhm. Elektive Eingriffe im Bereich der HNO, im Bereich der plastischen Chirurgie finden derzeit nicht statt. Dafür haben wir in St. Georg als Haus der Maximalversorgung aber ein erhöhtes Notfallaufkommen. Ja. Und diese Patienten kommen ins Haus und die müssen auch versorgt werden. Das heißt, die grobe Vorplanung gibt es nicht. Wir müssen einfach immer in der Situation handeln. Also ein höheres Aufkommen an Not-OPs. Stoßen Sie da manchmal an Ihre Grenzen? Ja, also insbesondere außerhalb der Regeldienstzeit. Nehmen wir nachts, wenn Mitternacht, wo man eine reduzierte Belegschaft hat, ein Schockraumpatient kommt, der auch noch Corona-positiv getestet ist, ist das natürlich ein maximaler Arbeitsaufwand. Wenn dann gleichzeitig noch ein anderer Patient operiert wird, dann muss schon jedes Rad ineinander greifen, weil das ist dann, jeder Mensch wird dann gebraucht bei uns in der Klinik. Hm. Wie ist denn da? Sind Situationen wie diese jetzt entstanden durch Covid-19 in Ihren Langzeitplanungen überhaupt Thema gewesen? Oder wurden Sie da überrascht, wie auch die ganzen anderen Menschen in anderen Bereichen? Natürlich wurden wir auch überrascht. Wir kennen es im Krankenhaus. Ja, wir haben Keime, Krankenhauskeime und so weiter. Es gibt immer Besonderheiten. Es gibt Großveranstaltungen in Hamburg, wo viele Notfälle kommen. Aber so geballt, wie es derzeit auftritt, hat es noch niemand erlebt. Und damit sind wir natürlich genauso betroffen. Muss ich mir denn Sorgen machen? Sie haben es gerade schon angesprochen, dass OPs, die nicht unmittelbar notwendig sind, verschoben werden. Muss ich mir aber jetzt Sorgen machen, wenn ich eine bevorstehende OP habe, die nicht verschoben werden kann, dass eventuell ja Personalmangel herrscht oder es an anderem fehlt? Also derzeit kann ich jeden beruhigen, wenn Sie eine dringliche OP-Indikation haben, können Sie beruhigt in die Klinik kommen. Mhm. Wir sind dafür vorbereitet. Wir kennen es auch, im OP ist generell schon immer eine hohe Hygienestandards gibt es, auch unabhängig oder vor Corona. Daher sind wir darauf vorbereitet. Wir haben auch vorher schon in Vollschutz-TBC-Patienten versorgt. Wir sind in der Lage, sie wirklich perfekt zu versorgen und Sie müssen keine Angst haben. Das ist ja beruhigend. Wie ist das mit kleineren Unfällen? Sind die jetzt wegen der Ausgangsbeschränkungen zurückgegangen? Ist das weniger, dass die kleineren Unfälle zu Ihnen kommen? Ja, also ich kann ja primär nur für St. Georg sprechen. Die kleineren sind zurückgegangen, aber gleichzeitig sind bei uns die großen OPs haben zugenommen. Wir bekommen mehr Schockräume, die Rettungsdienste fahren uns noch mehr an, wir bekommen überregional Patienten verlegt, wir bekommen Patientenwochenende wieder aus Heide verlegt, aus Ratzeburg, Autounfälle, was einfach dann einfach gezielt in so ein Haus der Maximalversorgung nach St. Georg kommt. Und das sind andere Herausforderungen. Also weil Sie in St. Georg da so gut aufgestellt sind, oder? Wird von überall her umgeleitet auch? Genau, also wir sind ein Haus der Maximalversorgung und haben SAV-Verfahren zusammen mit dem UKE und Boberg. Also gibt es in Hamburg nur 3 Kliniken, die diese schwer verletzten und begehrlichen Fälle auch abdecken. Und daher kommen die Rettungsdienste auch gezielt zu uns, weil die anderen auch mit Corona-Fällen und so weiter zu kämpfen haben. Ja. Herr Meyer, gibt es denn auch etwas, was Sie Positives an dieser Krise sehen können, mitnehmen können für die Zukunft?
Ja, durchaus. Wir haben derzeit, bisher hat man sich auch getroffen zu Versammlungen, Besprechungen. Und mittlerweile haben wir komplett auf Skype-Interviews umgestellt. Wir haben eine OP-Besprechung täglich 13:30 im Skype-Interview. Alle Akteure schalten sich zu, jeder Fachabreich, die OP-Pflege, Anästhesiepflege. Und man geht einfach konzentriert den OP-Plan durch für den aktuellen und für den Folgetag. Man schafft Dinge, die man vorher in einer halben Stunde geregelt hat, kann man jetzt in 10 Minuten einfach in einer ganz anderen Dynamik besprechen. Das war vorher für viele unvorstellbar. Ja. Und es kommen schon Stimmen, werden laut von den Ärzten, zu sagen, ob wir das auch nach Corona beibehalten können. Das ist doch eine schöne Sache vielleicht, ja, ne? Auf die digitalen Medien dann doch mehr zurückzugreifen und ja, Zeit zu sparen, die genau. Sie ja ganz dringend auch brauchen. Vielen Dank, Herr Meyer, für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön. Danke.